Sex ist ihr Hobby und über diese Freizeitbeschäftigung wollten offenbar viele mehr wissen. Doch was erwarteten die Besucher von einem Programm mit so einem eindeutigen Titel? Sie lassen mich überraschen. Lilo Banders. Ja, was Lustiges, Entspannendes, Aufreizendes. Ja, das trifft es ganz gut, denn Lilo Wanders erzählt auf der Bühne aus ihrem bewegten Leben und ihren Erlebnissen aus der Zeit bei Wahre Liebe. Also ich verspreche, dass alles wahr ist, was ich erzähle. Ein bisschen was ist erfunden und der Rest ist ausgedacht. Und tatsächlich ist auch die Kunstfigur Lilo Wanders nicht frei erfunden, sondern beruht auf einer Parodie. Denn Lilo Wanders hat sich damals Evelyn Künneke zur Brust genommen. Mittlerweile lebt sie die Figur Lilo Wanders und lässt die Zwiesler Besucher in ihre Welt eintauchen. Das ist herrlich, wenn man sich eine andere Identität überstülpen kann und in dieser Person, in dieser Figur dann alles machen kann, was man sonst nicht tut. Und nun kamen diese Pärchen um die 150, um sich mit mir fotografieren zu lassen. Unter uns. Ich habe immer nur noch in die Kamera geguckt. Die Dame kniete hier, der Herr stand da und es ging wie das Brezelbacken. Also lächeln, Knips, nächstes Pärchen. Lächeln, Knips, nächstes Pärchen. Wie es Brezelbacken sagt. Und dann hörte ich eine Männerstimme. Hallo, Frau Wanders, mit einem nackerten evangelischen Pfarrer von der Alp sind Sie gewiss auch noch nicht fotografiert worden, gell? Ich habe ihn mir angeschaut, ich dachte, nein, Hochwürden. Aber Respekt, Respekt! Und seine Begleiterin, die da kniete, sprach nur Tschechisch. Woher Lilo Wanders Gloria Gray kennt, weiß sie schon gar nicht mehr. Für ihre langjährige Freundin ist sie aber gern aus dem hohen Norden in den Süden Deutschlands gereist. Und die Niederbayern, wohlgemerkt erst ab 18, waren von ihr begeistert. Da hat Lilo Wanders aber auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Um es kurz zu machen, es waren 40 Frauen da. Und davon 36 Lesben. Es war nicht einfach. Ich habe ganz furchtbare Sachen, zwei ganz furchtbare Sachen über Männer gesagt und es gab einen Lacher und es war nicht einfach. Ich blieb aber charmant und freundlich und kam dann zum Ende und sagte, das war's für heute. Aber ich fahre noch nicht nach Hause. Wer sich noch mit mir treffen möchte, wir können plaudern, wir können Fotos machen, ich schreibe auch gern Autogramme. Ich bin dann dort hinten im Saal. Und dann kam aus der ersten Reihe von einer Frau ein dickes, fettes Ne. Und ich bin fast von der Bühne gefallen vor Lachen. Danke vielmals. Tschüssi.